gehen wir ein Stückchen weiter. Die Erkenntnisse. Also schau einfach mal deine Finger immer an. Welcher Finger davon ist dir am liebsten? Also im Endeffekt sagt man immer wieder, oh, dieser ist gerade und dieser ist mein Lieblingsfinger. Ja, das ist dein Hauptfinger. Jupiterfinger sagt zum Beispiel, du bist ein Führer. Mittelfinger steht für Macht, Manipulation aber auch. Das heißt, du kannst beides. Sonnenfinger von Kunst, also künstlerisch veranlagt. Oder Kleinfinger, der Merkur, für Business, für Spiel, für Kommunikation. Und je länger eben man die Hand beobachtet, desto mehr Linien siehst du. Also, und ich empfehle jedem, der jetzt mit dem Thema sich beschäftigen möchte, die Hand 15 bis 20 Minuten am Anfang anzuschauen. Immer ansehen, längere Zeit, du erkennst echt immer mehr. Und unsere Gehirnwellen, die gehen natürlich auch in die Handlinien. Also das heißt, Gehirn ist mit der Hand verbunden. Und sogar Karpaltunnel, kennst du ja auch, hat eigentlich mit der Lebenslinie zu tun, sehr viel zum Beispiel. Oder mit der Kopflinie. Das sind genau die Nerven, die in deine Hand laufen. Und Handlesen ist je uralt, soll man sagen, dazu 5000 Jahre alt. Ich denke allerdings, das ist noch älter.